Also in der Medix Praxis Altstetten gibt es mal die allgemeine innere Medizin, wo man mit allen Problemen zuerst mal zum Hausarzt gehen kann. Das wird das Schwergewicht sein. Daneben wird es auch eine gynäkologische Sprechstunde geben für die Frauen. Es wird eine dermatologische Sprechstunde geben, also wo man Hautprobleme kann zeigen. Es wird einen Psychiater geben, wo psychiatrische Patienten kann behandeln kann. Auch eine Psychotherapeutin wird dort tätig sein. Und wahrscheinlich auch Augenmedizin, Ophthalmologie, wo man kann die Augen kontrollieren lassen. Also wir haben eine Partnerpraxis in Altstetten, die Praxisgemeinschaft Altstetten, wo sehr erfolgreich ist, wo keine neuen Patienten mehr aufnehmen kann. Die haben uns gebeten, dass wir nach Altstetten kommen, eine grosse neue Praxis aufmachen. Altstetten ist eher unterversorgt mit Ärzten, Grundversorgung wie auch Spezialisten. Und darum haben wir den Standort gewählt, um Altstetten eine moderne, grosse Praxis zu bieten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es gut laufen wird. Wir haben auch die Zusammenarbeit mit der Krankenkasse, wo wir Hausarztmodellversicherungen anbieten können. Und die werden uns auch den Patienten einschreiben in die Modelle. Die warten nur darauf, dass sie Möglichkeiten haben, all die Versicherten, die ein gutes Hausarztmodell suchen, können in eine Praxis zu schicken. Also dort entstehen 14 Sprechzimmer, die modern eingerichtet sind, wo jeder Arzt in Ruhe seine Patientenkonsultationen machen kann. Dann hat es natürlich die ganze Technik mit Röntgen, mit anderen technischen Geräten, wo man die Untersuchungen für das Herz und für die Lunge machen kann. Es hat ein schönes Wartezimmer und natürlich genügend Arbeitsplätze auch für die medizinischen Praxisassistentinnen, dass sie in Ruhe Patienten am Telefon beraten und sorgfältig nach Termin suchen. Also für einen Arzt ist es eine tolle Arbeitsmöglichkeit, können in einem Team zu arbeiten, ein gutes Salär zu haben, eine moderne Medizin zu machen in einer sehr gut ausgerüsteten Praxis. Die Praxis hat alles, was es braucht für eine moderne Grundversorgung mit natürlich digitalem Röntgen und Ultraschall und Untersuchungen für das Herz und für die Lunge. Es ist alles da, was man braucht an Technik. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass wir im Team zusammenarbeiten. Die Teamarbeit hat einen grossen Stellenwert. Wir haben jeden Tag Sitzungen, wo wir schwierige Patientenfälle besprechen, wo wir einander helfen und einander unterstützen und somit auch knifflige Probleme lösen können. Da braucht es natürlich auch eine Bereitschaft, dass man sich hinterfragen lässt, kritisieren lässt, vielleicht mal eine andere Idee muss auch prüfen. Diese Bereitschaft muss man mitbringen, um in einem Team eine gute Medizin zu machen.